In diesem Video zeige ich euch, wie man diese lange Hose in der Größe 56-62 häkelt. Wir brauchen natürlich Wolle. Heute nehme ich mal Boschi Nummer 2 in Gelb. Ihr benötigt etwa 2 bis 3 Rollen. Eine Häkelnadel 4 mm, eine Schere und eine Wollnadel. Wir beginnen mit einer Anfangsschlinge. Nun schlagen wir 8 Duftmaschen an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In die zweite Masche, von der Häkelnadel ausgerechnet, arbeiten wir nun eine feste Masche. Wir häkeln weiter in festen Maschen, bis wir das Ende der Luftmaschenkette erreicht haben. Am Ende angekommen, drehen wir unsere Kette und beginnen die neue Runde mit einer Luftmasche. Wir arbeiten weiter in festen Maschen, aber ab sofort in jeder Runde nur noch in den hinteren Teil jeder Masche. Wir nutzen also nur diesen hinteren Teil hier. Und noch einmal nur den hinteren Teil der Masche benutzen. Wir arbeiten in diesem Prinzip weiter bis zum runden Ende. Damit entsteht nun das Rippenmuster für das Bündchen. Wir drehen unsere Arbeit wieder und beginnen die nächste und alle folgenden Runde für das Bündchen mit einer Luftmasche. Diese Reihe wiederholen wir nun noch insgesamt 59 Mal, sodass wir am Ende auf eine Reihenanzahl von 60 kommen. Ich habe die 60 Reihen jetzt fertig und werde nun das Bündchen zu einem Kreis schließen. Achtet darauf, dass keine Schlaufen entstehen, wenn ihr die beiden Enden jetzt übereinander legt. Wir arbeiten jetzt die obersten Maschen mit Hilfe von Kettmaschen zusammen. Wir beginnen natürlich am Anfang mit der ersten Kettmasche. Und eine weitere Kettmasche in die nächsten beiden Maschen. Eine letzte Kettmasche. Damit haben wir das Bündchen in einem schönen Rippenmuster fast fertig. Wir häkeln jetzt die Hose im Anschluss sofort weiter. Wir starten den Übergang mit einer Luftmasche und arbeiten anschließend in jedes Rundenende vom Bündchen eine feste Masche. Am Ende solltet ihr also 60 feste Maschen gehäkelt haben. Wir beenden diese Runde mit einer Kettmasche in die Luftmasche vom Anfang. Wir beginnen die neue Runde mit 3 Luftmaschen. Wir werden nun insgesamt 10 runden Stäbchen häkeln. Wir beginnen mit dem ersten Stäbchen in der Masche der Luftmaschenkette.
Weiter geht es die Runde herum, je ein Stäbchen in eine Masche. Das letzte und damit 60. Stäbchen geht in die Masche vor der Luftmaschenkette. Wir beenden diese Runde mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche vom Anfang. Die nächste Runde beginnen wir wieder mit drei Luftmaschen. Wir arbeiten wieder je ein Stäbchen in jede Masche. Diese letzte Runde wiederholen wir nun noch insgesamt 9 Mal. Wir beginnen dabei jede Runde mit 3 Luftmaschen, arbeiten anschließend 60 Stäbchen und beenden mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche vom Anfang. Wir haben nun insgesamt 10 Reihenstäbchen gehäkelt. Wir werden mit dem Häkeln des ersten Beins beginnen. Dazu schlagen wir 3 Luftmaschen an. Da wir insgesamt 60 Maschen haben, behäkeln wir nun insgesamt die Hälfte, also 30 Stäbchen. Neunundzwanzig, und 30. Wir schließen das erste Hosenbein, indem wir uns den Beginn der Runde nehmen und eine Kettmasche in die dritte Luftmasche vom Anfang häkeln. Wir arbeiten jetzt im selben Prinzip weiter wie für den oberen Teil der Hose. Wir wiederholen die letzte Runde wieder 9 Mal. Wir beginnen dabei wie gehabt jede Runde mit 3 Luftmaschen. Es folgt je ein Stäbchen in jede Masche und am Ende jeder Runde eine Kettmasche in die dritte Luftmasche vom Anfang. Wir haben nun insgesamt 10 Reihen gehäkelt. Wir werden jetzt noch eine 11. Reihe hinzufügen, in der wir das Hosenbein enger schlingen, bevor wir das Abschlussbündchen ranhäkeln. Dazu starten wir wieder mit 3 Luftmaschen. Nun maschen wir die komplette Runde je 2 Stäbchen zusammen ab. Und ein weiteres Mal 2 Stäbchen zusammen abmaschen. Wir wiederholen diese Prozedur für die komplette Runde. Und noch ein letztes Mal 2 Stäbchen zusammenarbeiten. Wir beenden diese Runde mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche vom Anfang. Die Hose ist jetzt am Bund schon mal etwas enger. Wir werden jetzt noch einen Abschluss hinzufügen. Dazu starten wir mit einer Luftmasche und arbeiten nun reihenweise je eine feste Masche in jede Masche, bis wir die gewünschte Breite erreicht haben. Wir verzichten am Ende jeder Runde auf eine Kettmasche und die damit verbundene Luftmasche am Anfang. Ich werde insgesamt 4 Reihen fester Maschen häkeln.
Wenn ihr eure gewünschte Breite für das Bündchen erreicht habt, arbeitet ihr in die letzte Masche der Runde eine Kettmasche. Anschließend könnt ihr den Faden herausziehen und abschneiden. Das Verstecken des Fadenendes verschiebe ich auf das Ende. Das erste Bein haben wir damit abgeschlossen. Wir werden jetzt mit dem zweiten Hosenbein beginnen. Wir nehmen uns einen neuen Faden und suchen uns die ersten Maschen, die noch nicht behäkelt wurden, und schlingen den Faden dort neu an. Wir beginnen wieder mit 3 Luftmaschen. Auch hier häkeln wir wieder insgesamt 10 Reihenstäbchen. Wir beginnen jede Runde mit 3 Luftmaschen, arbeiten anschließend wieder Stäbchen und beenden jede Runde mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche vom Anfang. Wenn ihr die 10 Reihen fertig gehäkelt habt, werden wir auch hier eine 11. Reihe hinzufügen, indem wir das Bein enger schlingen. Dazu beginnen wir wieder mit 3 Luftmaschen und nun maschen wir wieder wie beim ersten Hosenbein je 2 Stäbchen zusammen ab. Und noch einmal. Wir wiederholen das Abmaschen der Stäbchen wieder für die komplette Runde. Es bleibt am Ende bei mir eine Masche übrig. In dieser arbeite ich jetzt ein einfaches Stäbchen. Auch diese Runde beenden wir mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche vom Anfang. Zum Abschluss des Beines fehlt uns nun noch das Bündchen. Dazu starten wir wieder mit einer Luftmasche und arbeiten dann die gleiche Anzahl an Runden wie beim ersten Bein in festen Maschen weiter. Wir verzichten dabei wieder auf Kettmaschen am Rundenende. Wenn ihr alle Reihen fertig gehäkelt habt, arbeiten wir in die letzte Masche wieder eine Kettmasche. Anschließend können wir den Faden wieder herausziehen und abschneiden. Nun nehmen wir uns wieder eine Wollnadel zur Hilfe, mit der wir die Fadenenden unter den Maschen verstecken. Den Rest schneiden wir ab. Und auf der anderen Seite wiederholen wir das Ganze auch noch einmal. Manchmal passiert es, dass im Schritt ein etwas größeres Loch entsteht. Dieses Loch werden wir jetzt einfach zunähen. Dazu nehmen wir unsere Wollnadel und schneiden uns ein bisschen Garn ab. Dann schlingen wir den Faden an einer Ecke des Loches an und festigen ihn zunächst mit einem Doppelknoten. Nun versuchen wir, das Ganze so gut es geht zu vernähen.
Am Ende arbeitet ihr in die letzte Schlaufe wieder einen Knoten, damit sich das Loch nicht öffnet. Einen kleinen Teil des Fadens verstecke ich unter den restlichen Maschen, den Rest schneide ich ab. Nun ist das Loch verschwunden. Wir können die Hose nun auf die richtige Seite drehen. Theoretisch ist die Hose fertig, aber ich mag es immer ganz gerne, noch eine Kordel durch das Bündchen zu ziehen, damit man die Hose beim Anziehen auch festmachen kann. Dazu arbeiten wir jetzt eine Luftmaschenkette. Wir beginnen diese mit einer Anfangsschlinge. Nun schlagen wir 100 Luftmaschen an. 1, 2 und 100. Wir ziehen den Faden durch die letzte Schlaufe und schneiden ihn großzügig ab, sodass wir im Falle einer Verlängerung noch nacharbeiten können. Nun nehme ich wieder meine Wollnadel und ziehe ein Ende des Fadens ein. Ihr könnt jetzt selbst entscheiden, ob ihr die Kordel innen oder außen haben wollt. Ich mag es gerne, wenn man sie außen sieht. Wir legen uns die Hose gerade hin und beginnen jetzt sozusagen die Rippen am Bündchen von rechts und links abzuzählen. In der Mitte sollte am Ende eine übrig bleiben. Diese lasse ich immer gerne offen und nehme mir deshalb den Bereich links davon. Wählt die Höhe eurer Kordel selbst und zieht dann den Faden mit Hilfe der Wollnadel durch die Schlaufen. Achtet darauf, dass ihr immer auf der gleichen Höhe bleibt. Das Ganze machen wir jetzt einmal um das komplette Bündchen herum. Am Ende lasse ich, wie bereits gesagt, eine Rippe des Bündchens offen. Je nachdem, wie euch das persönlich zusagt, könnt ihr die Luftmaschenkette jetzt erweitern oder reduzieren. Am Ende ziehe ich die Knoten an den Fadenenden nochmal richtig fest und schneide sie dann mit geringem Abstand ab. Die Fäden nochmal so hinziehen, dass auf beiden Seiten die gleiche Länge ist. Nun noch eine Schleife und fertig ist die lange Hose.